Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Airborne Kingdom. Das muss ich echt überlegen. Ich habe gerade hier noch mit einem Kollegen hier einen anderen Let's Player geschrieben und so. Und wir haben uns über alle möglichen Spiele so ein bisschen noch ausgelassen. Was heißt alle möglichen? Mal irgendwie so zwei, drei im Gespräch. Und dann schwirren dann schon mal so die verschiedenen Spielnamen durch den Kopf. Ich bin alt. Hab ich ja schon mal erwähnt. So, egal. Grüße bei der Gelegenheit, ne, hier, Grüße an Absinthikus. Ich hoffe, ich habe deinen Namen jetzt wieder richtig ausgesprochen. Das kam so spontan. Bin nicht vorbereitet gewesen darauf. Wo waren wir? Achso, ja, Airborne Kingdom. Habt ihr Bock? Ich habe auf jeden Fall Bock. Wir sind wieder voll dabei, vollkommen entspannt. Ich bin hier der Entspannungsopa. Und, wir müssen für dieses Königreich da unten, müssen wir irgendwie einen Teil für irgendeinen Aufzug oder so finden. Da war irgendwas, Stahlseile, was auch immer. Achso, ihr habt es vielleicht mit euren Adleraugen schon bemerkt. Ich muss mich, ich bin sehr laut. Ich bin auf meinen Monitor, Kopfhörern da, ein bisschen sehr laut. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, hier hat sich ein bisschen was getan. Ich habe hier noch Bauernhöfe gebaut und wir haben jetzt hier drei von diesen, wie nennen die sich nochmal gleich, Ventilatoren jeweils, also insgesamt sechs. Und die Flatterflügel hier, die sind auf zwei zusammengeschrumpft, also da hat sich schon ein bisschen was getan. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir jetzt erstmalig mehr Nahrung produzieren pro Stunde, als wir verbrauchen. Nicht viel mehr, aber es ist mehr. Das ist schon mal cool. Wir brauchen aber dringend Wasser, wie ich gerade sehe. Wir brauchen dringend Wasser. Und bevor wir uns... Ich glaube, hatte ich da irgendwas in der Richtung vorgehabt in der letzten Folge schon? Oh. Wir müssen nachtanken. Da hilft nichts. Der Arbeiter beschäftigt? Wie glaube ich denn? Na gut, jetzt im Augenblick sind wir untätig. Aber habe ich keine für meine Flieger? Doch, da sind also, ich sehe hier, Moment, drei, also fünf Ballons sehe ich da unten. Das müssten also zumindest fünf Flieger hier gleich. Das sind sie auch schon. Da sind sie und wir brauchen Wasser. Gar nicht so. Da voll gegen das Mikrofon hier gedämmert. Mikrofon an. Der ist so ein bisschen im Weg. Der ist so ein klein wenig im Weg. Ich muss da so ein bisschen hier alles umbauen. Also, ich hatte den Arm erst auf der anderen Seite und jetzt ist er auf der Seite und jetzt ist alles ein bisschen Kuddelmuddel und ich komme hier ständig mit dem Arm, wenn ich hier meine Kaffeetasse und anderes Gedings greifen will, gibt das jedes Mal so ein Erdbeben. Ich hoffe, eure Ohren sind noch dran. So, wie sieht's denn aus? Wasser tanken können? Ja, was wollte ich noch sagen? Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon mal offscreen gemacht habe oder ob ich oder vorhatte, es offscreen zu machen und dann vor lauter Bauernhöfe und Ventilatoren, Bauerei nicht daran gedacht habe. Das kann durchaus sein. Aber das ist ein Aufbauspiel und ein Simulationsspiel, so ein bisschen hier, ne, mit Versorgungswirtschaft, da gehört sowas dazu. Das ist ganz einfach so. Da müsst ihr jetzt durch. Wie war eure Woche? Meine war soweit ganz in Ordnung. Arbeit war okay. Let's Play-Bearbeitung war okay. Hat alles Spaß gemacht. War alles super. Ich hab eine Kanalvorstellung rausgebracht. Die ist schon für euch jetzt schon kalter Kaffee. Die ist schon aus eurer Sicht schon ewig alt. Für mich hängt das jetzt erst ein paar Tage zurück. Ich weiß gar nicht, ob die... Ich bin mir nicht so sicher, ob die so gut geworden ist. Aber nun gut. Nun gut. So, das da unten haben wir noch. Ist da noch Wasser? Ich sehe nämlich nichts mehr von lauter Wolken. Ich hab da die Idee dazu, also überhaupt so etwas zu machen. Die habe ich schon seit ewigen Zeiten, geistert das in meinem Kopf rum, dass ich so etwas machen möchte. Ich weiß gar nicht, ob so etwas überhaupt noch zeitgemäß ist. Ist mir aber auch ehrlich gesagt schnuppe. Ich hatte einfach Bock drauf, sowas zu machen. Und hatten wir für so einen Kanal, da muss auch mal ne, irgendwie eine klare Ansage vom Kanalinhaber kommen. In dem Fall von mir.
was denn hier so Sache ist und was ich so machen will und überhaupt. So, wir müssen Dinge suchen und wir müssen uns mit Wasser versorgen. Hier wird doch normalerweise angezeigt, wo man was findet. Na, das war doch so. Der Kringel ist jetzt hier über bei den zerstörten Brücken. Oh. Haben die doch eine etwas weitergehende Bedeutung? Das wäre nicht übel. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, was ist denn das? Finde ich die nur jetzt so hier auf der Schnelle? Oh, ich sehe da hinten Wasser. Das kann man ganz, ganz nicht. Und da ist auch noch Wasser. Oh, oh, oh. Ja, tut mir ja leid, aber muss meine Leute mit Wasser versorgen, denn wir müssen trinken und wir müssen die Nahrung damit produzieren. Das ist ein Mysterium. Es wird aus Wasser direkt Nahrung produziert. Ja gut, die werden irgendwo, werden die irgendwie, wo werden wir Samen her haben und, ne, und so weiter und so fort. Apropos Samen, ich brauche auch ein bisschen Nahrung. So, ja, ja, alle Arbeiter beschäftigt, mach mal. Seht zu. 80 verbleibend, hört sich gut an. Boah, könnte passen. Da ist noch Luft nach oben sogar. Brücke. Ich guck mal so lange auf der Karte. Ah, ich flieg Gold richtig in die richtige Richtung. Das ist schon mal cool. Bei mir eine Seltenheit, dass ich direkt so am Anfang so die. Ne? Da geht's lang, da müsst ihr lang. So, das so finde. Ja, wir haben 84 Einwohner von 90 Leuten, die hier unterbekommen könnte. 84 arbeiten, 0 sind untätig. 5 von 9 fliegen. Ah, alles klar. 5 bei den Oasen, die sind da eifrig zu Gange. Was ist hier los? Zufriedenheit. Warum ist hier nur Zufriedenheit gegeben? Aktuell müssen 3 Sehnsüchte erfüllt sein, damit die Einwohner überglücklich sind. Einwohner sind froh, dass die meisten Wege beleuchtet sind. 87% der Wege sind beleuchtet. Ich hatte doch vor kurzem noch Laternen gebaut. Reicht halt immer noch nicht. Glaube für 84 Einwohnern durch nahe Gebäude. Das heißt, die sind komplett abgedeckt. Glaubenstechnisch. Aber nur für 10 Einwohner habe ich hier eine Gesundheit. Das ist natürlich nicht so viel. Da müssen wir noch ran. Eine ganz klare Sache. Aber da brauche ich wieder Leute für. Das ist nun mal so. War das, glaube ich, für so ein Krankenhaus, nennen wir das Ding mal so. Brauchen wir 3 Leute. Die 3 kriegen gerade mal. Wie viele da waren da? 10 Leute versorgt? Ja, komisches Verhältnis. Naja, ist so. Vielleicht 2 Ärzte und eine Krankenschwester oder ein Pfleger oder so. Keine Ahnung. Frauen gibt es hier, glaube ich, gar nicht in dieser Gesellschaft. Kann das sein? Ich habe hier nur irgendwie mal irgendwelche komischen Typen hier rumrennen. Naja, egal. Es wird getankt. Ich mach mal den hier, damit es ein bisschen zügiger geht. Weil Zeit ist knapp. Entschuldigung. Musste mich kurz räuspern. Ja, was ist jetzt hier? Wasser wird immer weniger, die sind am Tanken und da tut sich nichts. Zufrieden? Irgendwie, weiß ich nicht. Hä? 5 untätig. Hatte ich die alle wieder zurückgezogen? Aus Gründen, die mir nicht näher bekannt sind? Ich meine, ich hätte dann einen eindeutigen Arbeitsauftrag erteilt. Einfach passieren so komische Sachen. Mit mir. Mit diesem Let's Play. Mit allem. Mit der Welt. Da ist das Teil. Da haben wir doch schon unsere Brücke. Ja, sehr schön. Wie gesagt, ich tanke jetzt hier erstmal soweit ich kann voll. Aber voll tanken bitte. Und bitte die Windschutzscheiben sauber machen. Und wenn Sie bei der Gelegenheit, können Sie auch gleich noch den Reifendruck überprüfen. Das waren Zeiten. Das gab es mal. Das gab es mal an Tankstellen. Da gab es noch Tankwarte, ja. Ich kenne das noch, so alt bin ich. Jojo. Ja. Da wurde Service noch groß geschrieben und das in Deutschland. Ich weiß auch nicht, heute reich, ich weiß nicht, ich reiße mich da, glaube ich, selber irgendwie rein. Kann das sein? Heute so einen halb zerstörerischen Hang irgendwie, keine Ahnung.
Mir geht's zu gut, ich habe mir juckt das Fell, keine Ahnung, ist egal, das ist wie es ist. So, wie sieht's hier aus? Da unten wird das Wasser immer weniger und hier oben tut sich nichts. 101, 201, jetzt macht mal hin da, ich weiß, es wird viel gebraucht und so, ist schon klar. Immerhin, wir haben hier 84 Leute rum existieren. Wie war das eigentlich? Ich gehe mal ganz kurz hier auf Normalbetrieb. Wir brauchen ja eh noch ein bisschen. Ja, ist ja schön, dass die Zufriedenheit von denen angezeigt wird. Und die Informationen hier, die sind ja auch alle ganz schön. Oh, scheiße, wir brauchen Kohle. Jetzt erst. Naja, hier, die Kohleproduktion hier, die wir hier selber haben, die kann man hier auch mehr oder weniger vergessen. Kapazität, bla bla bla. Ja, da werden die Ventilatoren, die fressen natürlich eine Menge und 0,9 Einheiten Kohle, also nicht mal eine. Pro, also durch unsere Kohlehütten. Und diese Kohlehütten, die brauchen unheimlich viel Arbeiter, also verhältnismäßig viele Arbeiter. Nee, was ich im Augenblick wieder vermisse und suche, ist so unsere Spielziele. Ja, dass man die nicht abrufen kann. Ich weiß, wir haben halt ein gewisses, oder wir brauchen ein gewisses Kontingent an Bewohnern hier, ne, auf unserem netten fliegenden Palast hier. Aber kriegt man hier, was ist das? Mit der Kamera fixieren? Nee, bewegen will ich nicht, das will ich alles gar nicht. Preisen, um Gottes Willen. Schnell wieder ein. Was mache ich jetzt? So. Naja, aber hier mal so, dass man so die eigentlichen Ziele, um die es hier geht in diesem Spiel, die nochmal abrufen kann, die werden immer nur dann angezeigt, glaube ich, wenn wir irgendein so ein Königreich wieder für uns gewinnen können. Wo will er denn jetzt hin? Würde doch einfach stehen. Aber ansonsten ist da nichts zu wollen. So. Ja, wir tanken jetzt hier schon seit ewigen Zeiten auf. Ja, 180 ist auch erstmal schon eine Masse. Ne? Also das will erstmal untergebracht werden. Könnte aber reichen. Könnte durchaus reichen. Wenn wir schon mal gerade hier so eine Riesen-Oase haben, dann will ich die auch nutzen. Wer weiß, wann wir die nächste Möglichkeit haben, hier dermaßen viel Wasser auftanken zu können. Zumal die Ressourcen ja hier sehr, sehr ungleich dann auch verteilt sind. Also demnächst, ne, wenn wir irgendwie noch auf andere, in anderen Gegenden uns aufhalten, die Knappheit wird um sich greifen. Also es wird nicht so toll sein wie am Anfang, wo wir irgendwie wie im Schlaraffenland alles finden, was wir so brauchen. So. 135, meine Güte, nee, zum Glück ist das Ding immer noch nicht leer. Ja, ich brauche mir. Brauchen wir Leute, ganz klar. Ne? Wir brauchen mehr Flieger. Mit Flieger haben wir immerhin 9 Stück, aber davon sind jetzt 4 im Hangar und ungenutzt. Das ist nicht so gut. So, hier wird immer weniger und ja gut, hier wird zwar mehr, aber jetzt auch nicht so. 3 Liter verbrauchen alleine die Bauernhöfe. Ja, gut, 2,5 für die Angestellten hier, für die Arbeiter, für meine Leute. Plus 11, uiuiui, durch die Oase. Ja, gut, wir machen immerhin plus noch. Aber da geht einiges drauf. Da geht einiges drauf. Das wird nicht reichen. Um die 180 vollzukriegen, ne, das reicht hier. Man sieht es schon, ne, das schmilzt hier zusammen. Oh. Ich will die nicht komplett. Ich will die nicht komplett leer machen. Irgendwas wehrt sich da bei mir. So, egal, wir machen. Ja, ich weiß, weit weg. Ich drück doch schon die ganze Zeit hier auf der rechten Maus. Das ist doch rum, jetzt beweg dich. Ach so, Kohle. Jetzt hätte ich es wieder vergessen. Verdammt. Ist hier irgendwo Kohle? Das hatte ich jetzt vollkommen. Wir haben nur noch 15. Oh. Alarmstufe rot. Ach du, hier ist verrückt. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm mehr gehabt. Die Kohle.
lauter Gerede und anderen Gedingse habe ich die Kohle aus dem Blick verloren. Das ist schlecht. Ganz, ganz schlecht. Und ich sehe hier danach hier keine. Ihr sagt aber auch nichts, ne? Guckt euch das an und lacht euch kaputt. Kennt euch doch. Ja. Das ist ja jetzt eine dolle Wurst. Im Moment, ich muss euch jetzt hier erstmal abbrechen. Man sieht hier wieder nichts. Wo ist denn mein. Da ist mein Königreich, mein noch Königreich. Das wird wahrscheinlich gleich abstürzen. Ich sehe hier jede Menge Leben. Aber ich sehe hier nicht ein Fetzen Kohle. Was ist das da unten? Kohlevorkommen! Ja, schnell! Ein Arbeiter beschäftigt? Womit? Das wird auf jeden Fall uns den Popo retten. Uiuiuiuiuiui. Ja, wirklich nochmal Glück gehabt. Das war jetzt in letzter Sekunde. Wir sind auf 12 runter. Jetzt macht Mama hinter da. Oh Mann. Weißt du, ist er doch von Wasser am Schwadronieren und allem möglichen Kram, aber vergisst das Wichtigste. Bauchressourcen sind mir egal. Da ist auch noch ein bisschen Luft. So, wie sieht's aus? Wir sind schon auf 24 wieder hoch, schon. Ich mach mal hier den. Mai. Ja, da wuseln sie rum. Da wird eifrig die Nahrung, die abgeerntet wurde, transportiert. Finde ich ganz gut. 38 hört sich gut an. Besser als 12 oder so. Aus dem Blick verloren. Ja, hier genau, das sind hier die tollen Kohlevorkommen, die wir hier produzieren. Ja, ungefähr 3 pro Flug. Entschuldigung. Und die brauchen halt unheimlich viel Arbeit, weil da sind irgendwie 3 oder 4, ja, genau, sind da tätig. Und dann bei so einer geringen Ausbeute. Das ist, ich weiß nicht, da sind die Verhältnisse irgendwie nicht so optimal. Ich guck mal, ob wir da noch die Möglichkeit haben, das irgendwie zu optimieren. Ich denke schon. Ich meine, mich entsinnen zu können, dass das irgendwie nur noch darum ging, da diesen negativen Auswirkungskreis da zu verringern. Irgendwie sowas in dieser Richtung. Mehr eigentlich nicht. So. Ja, dann war diese Folge in erster Linie eine Versorgungsfolge. Muss auch mal sein. Wir müssen uns ja hier mit Dingen versorgen, sonst ist irgendwann Feierabend. So, wie weit sind wir? Wir haben gleich die 80 voll oder so. Ja, sind wir schon bei 81 angekommen. Da sind wir schon wieder knapp. Ja, haben wir gerade mal so noch die 80 gehalten. Sehr schön, 90. Wird. Ich mach mal hier diese Einfachgeschwindigkeit, hätte ich vielleicht von vornherein machen sollen. Aber angesichts der Katastrophe der gerade mal noch so abgewendeten, war ich jetzt etwas vorsichtiger mit der Beschleunigung des Spiels, ne? Bevor wir uns hier irgendwie andere Dinge noch wieder ausgehen und wir dann zwar Kohle haben, aber nichts anderes mehr. 110, 113, 16, 20, wir sind fertig, sehr gut. Dann jetzt aber, wo war sie? Irgendwo hier. Da ist die Oase. Da kann eigentlich, müssen wir dich bitte bewegen, da kann eigentlich die Brücke nicht allzu weit sein. Die hatte ich von der Oase aus gesehen, da ist sie.
Okay. Mittlerweile schon wieder dunkel. Oh. Gut, brauchen wir hier mal doppelte Geschwindigkeit, das sollte reichen, um da hinzukommen. Dann haben wir nicht nur diese Geschichte gemacht, sondern waren auch bei der Brücke in der Hoffnung, dass das auch tatsächlich unser Ziel ist. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das Ding, da war nur so ein Kringel drum. Und meine Vermutung war halt, dass wir hier irgendwas finden. Aber im Augenblick sieht es nicht so aus. Oh. Wir stoßen auf eine Reihe langer Brücken, die Kluften überspannen. Der Dunst des Tals hat enorm an ihnen genagt. Das kennen wir aber. Dies waren Pfade der Alten gewesen. Wir erschaudern beim Anblick ihres Zerfalls. Aus Tagebücher unserer Reisen von Muluab, den zweiten Chronisten. So, wir bewundern die Brücke. Wir bewundern die Brücken aus der Ferne. Als einer der Einwohner von Steilhangwarte eine schreckliche Enthüllung äußert. Dies sind in Wahrheit alte Gondeln. Aha, ach je. Ja, man sieht's hier, ne? Die schaukeln da im Wind. Dass wir vor Ruinen stehen, bedeutet, dass wir keine Flaschenzüge wie damals anfertigen lassen können. Doch mit Mühe bergen wir Teile aus den Ruinen. Wir müssen damit nach Steilhangwarte zurückkehren. Denn aus einer Ruine der Alten zu stehlen, galt als Blasphemie. Und doch kamen wir auf unsere besten Kreationen, indem wir die Häuser unserer Ahnen entweihten. Aus den verstreuten Tagebüchern von Muluab, dem zweiten Chronisten. Ja, wir werden den Flaschenzug aus Stahl nach Steilhangwarte bringen. Das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Aber dann erst ab. Willst du hin? Erst ab der nächsten Folge. Hallo, da ist die Kamera. Ja, also, ne, wie gesagt, geht weiter. Ich mache mal hier Pause. In der nächsten Folge werden wir dann doch hoffentlich dann den Flaschenzug erfolgreich abgeben können, nachdem wir uns hier erstmal notdürftig mit allen möglichen versorgt haben, nachdem das jetzt mal geklappt hat. Man sieht es hier schon, ne? Also wir sind mit dem Wasser sind wir schon auf 113 runter. Das war ja schon ein bisschen mehr. Dafür haben wir jetzt 93. Bei der Nahrung, da waren wir erst so um die 80, ne? wenn man das so ein bisschen so nachvollzieht. Und man sieht ja hier eine plus 0,5 im Bereich Nahrung und dafür dann aber minus 5,5 im Bereich Wasser. Das ist, naja, gucken wir mal. Ich danke für euer Dabeisein. Ich danke für dein Dabeisein. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und euer Interesse. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, alles Gute und genießt die Zeit.